Die große Gala der Verkehrsrundschau 2016 in München. Es ist mittlerweile schon Tradition, dass im Rahmen der hochkarätigen Abendveranstaltung auch die Sieger im Wissenswettbewerb Best Azubi gekürt werden. Best Azubi ist Deutschlands größter Wissenswettbewerb für angehende Speditions- und Logistikkaufleute. Mit 1.762 registrierten Teilnehmern versuchten in diesem Jahr so viele Auszubildende wie nie zuvor, die 60 kniffligen Fragen möglichst richtig zu beantworten. Für die Verkehrsrundschau ist das Engagement im Bereich der Nachwuchsförderung eine Herzensangelegenheit. Wenn wir nicht in unseren Nachwuchs investieren, dann haben wir keine Zukunft. Ich denke, das gilt nicht nur für die Transport- und Logistikbranche, es gilt auch für unsere Branche, für die Verlagsbranche. Spannend bis zuletzt blieb in diesem Jahr die Frage nach dem Sieger. Da gleich drei Teilnehmerinnen am Ende des Wettbewerbs punktgleich auf Rang 1 lagen, gab es erstmals ein Live-Stechen auf der Bühne. Dabei mussten die drei Finalistinnen Nevena Petrovic, Nadine Besselmann und Kira Larissa Klabunde von der Nagel Group in Versmold noch einmal und live ihr Speditions- und Logistikwissen unter Beweis stellen. Welche allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Güterverkehrsbranche kann man seit Anfang des Jahres in einer aktualisierten Version verwenden? A. ADSP, B. DTLB oder C. VBGL? Ja! Ja! Am Ende hatte eine die Nase vorn. Nevena Petrovic. Die 21-Jährige nahm als Preisgeld einen Scheck über 5.000 Euro entgegen. Für die Gewinnerin hat die Auszeichnung eine besonders hohe Bedeutung. Und das gewonnene Geld wird sie für meine Zukunft investieren, und zwar in mein Studium, was ich ab Herbst beginne. Den zweiten Platz belegte Nadine Besselmann. Ihr Preis 3.000 Euro. Auf dem dritten Rang schließlich Kira Larissa Klabunde. Sie freut sich über ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Unterstützt wurde der Wettbewerb, der bereits seit 2007 von der Verkehrsrundschau durchgeführt wird, auch in diesem Jahr wieder von der Schunk Group und von MAN Financial Service. Für die Sponsoren eine Ehrensache. Wir sind Logistik-Weltmeister, und um genau das zu bleiben, brauchen wir, glaube ich, auch in Zukunft sehr gute Fach- und Führungskräfte in der Logistikbranche. Und neben natürlich sehr guten LKWs von MAN und MAN Rental, musste sein, ist es natürlich extrem wichtig, hier in den Nachwuchs zu investieren. Für die Unterstützer des Wettbewerbs geht es dabei auch um die künftige Entwicklung in der Ausbildung. Was die Industrie mit 4.0 auf die Beine bringt, nämlich die Informatisierung der Produktion, des Produktionsweges und der Logistik, wird zweifelsohne große Veränderungen auch in der kaufmännischen Ausbildung, in der Verkehrsindustrie nach sich ziehen. Fest steht, auch beim diesjährigen Wettbewerb hatten alle Teilnehmer wieder eine Menge Spaß beim Lösen der Aufgaben und gingen mit großem Engagement ans Werk. Auf die nächste Wettbewerbsrunde müssen Sie auf jeden Fall nicht mehr allzu lange warten. Denn schon im September geht es wieder los mit neuen, kniffligen Fragen.